Hallo liebe YouTuber, herzlich willkommen und ich glaube, ihr habt Lust auf Herbstgrenze, oder? Weil im letzten Video, da habt ihr so viel die Herbstgrenze angeguckt, den letzten Herbstkranz. Ich war total hin und weg und deswegen denke ich eigentlich nur noch nach, oh, was kann ich euch Schönes zeigen, und mir ist natürlich wieder was ganz Tolles eingefallen. Einfach zum Lustmachen habe ich einen anderen Herbstkranz hier in der Hand gehalten. Ideen gibt es ja immer genug. Aber was jetzt natürlich das Thema ist, und ich war heute Morgen einkaufen. Ich bin heute alleine und deswegen habe ich die Kamera so montiert, dass man meinen Tisch gut sieht, wie ich arbeite. Ich muss mich aber ein bisschen bücken, dass ich dann gut ins Bild komme. Aber ich denke, ich kriege das auch so ganz gut hin. Und ich habe heute Morgen so schöne Hagebutten bekommen. Da kribbelt es mir eigentlich in den Fingern, was mit Hagebutten zu machen, weil das sind traumhafte Früchte. Und ich war auch schon fleißig und habe geputzt und habe hier viel einiges vorbereitet. Habe einen sehr schönen Strohrömer geholt. Und was ein wunderschönes Material ist, ich habe ganz tolles Moos bekommen. Meine Mädels sagen immer, wenn ich solches Moos bekomme, da kann man Klamotten damit nähen, weil das so flächig ist und weil das so schön ist und dick. Und das ist natürlich ein Traum, um das im Kranz dazwischen zu wickeln. Und letztes Jahr gab es ja auch schon ein Herbstkranz-Video. Und ich putze hier mal nebenher auch ein bisschen die Hagebutten, weil hier sieht man, Moment, ich halte mal in die Kamera, was die für tolle Dornen haben. Die muss man natürlich alle wegputzen. Das machen die im Großmarkt nicht, wenn ich die kaufe. Das heißt, um die zu wickeln und um die auch anzulegen in dem Kranz, muss ich diese ganzen Dornen wegmachen. Ansonsten habe ich es natürlich in den Fingern und da habe ich eigentlich keine Lust drauf. Und was auch unbedingt weg muss bei den Hagebutten, das sind immer die Blätter. Ja, weil die Blätter, die werden eigentlich als erstes, ich sage jetzt mal, so verdörrt, die fallen ab. Die bleiben nicht schön und wir wollen natürlich, dass der Herbstkranz lange schön bleibt. Und deswegen müssen alle Blätter ab. Und ich habe jetzt hier schon mal vorbereitet. Das ist also eine große Schale. Das sind lauter so Stückchen mit Hagebutten. Ja, die sind so etwa so lang wie mein Finger. Ja, und dann schön ist natürlich, wenn mehrere Früchte auf dem Stiel sitzen. Das ist wünschenswert. Das ist leider gibt es die nicht immer so. Wunschkonzert ist woanders. Es ist Natur. Manche sind auch einzeln. Aber ist egal, dann kann man die ja ein bisschen zusammenfassen. Ganz, ganz, ganz wichtig ist, dass die Hagebutten richtig fest sind, ja. Und sobald die so eine Frucht mal so ein bisschen, hier sieht man es vielleicht, wenn ich so zusammendrücke, die ist jetzt auch noch fleckig, sobald die weich ist, sofort den Müll damit, weil die hält nicht im Kranz, ja. Hier sieht man auch, hier sind jetzt drei Früchte. Die eine, die mittlere, da sieht man schon so ein bisschen, dass die so ein bisschen schrumpelig ist, ja. Und die mache ich natürlich auf jeden Fall raus, weil die wird nicht halten und die muss weg. Und ich würde auch gleich einen Mülleimer daneben legen, wenn du keine Lust hast, in diese Früchte reinzutreten. Das ist nämlich ziemlich eklig, weil dann hast du die schön auf dem Boden und die Flecken, ja, vor allem wenn ein Teppich da ist, muss nicht sein, ne? Jetzt putze ich also immer noch das Grün weg, mache die Dornen weg. Und ich habe auch große Ranken geholt. Und bei diesen Ranken, also ich war total froh, dass ich die nicht so mit meinen bloßen Händen anfassen musste. Manchen von euch tun meine Hände leid. Ich schaffe es ja, meine Hände ganz gut zu pflegen. Und heute habe ich zu viel gearbeitet. Heute kann ich sie nicht mehr zeigen. Nee. Aber eigentlich kriege ich das auch ganz gut hin. Naja, auf jeden Fall müssen diese Dornen noch ab. Und wenn man dann Ranken hat, große, lange Ranken mit Hagebutten, dann kommst du eigentlich nicht umhin, dich zu schützen. Und was ich da gemacht habe, ist, um meine Hände vor diesen Dornen zu schützen, da gibt es ganz tolle, spezielle Handschuhe. Die heißen Dornenhandschuhe. Und die haben also einen ganz langen Schaft. Die zeige ich dir auch gleich. Die benutze ich nämlich sehr, sehr gerne. Ich mache auch einen Bestelllink für diese Dornenhandschuhe mal rein in die Beschreibung. Das sind hier solche Handschuhe.
Also die Handschuhe, die ich jetzt, wo ich den Bestelllink reinmache, die haben eine andere Farbe. Das tut der Qualität keinen Abbruch. Aber das Wichtige ist, da sind nicht nur die Hände geschützt mit so einem dicken Lederstück, sondern auch hier die Arme. Und wenn man dann in den Dornen, sei es auch Hagebutte oder Weißdorn oder wenn man irgendwas macht, dann hat man einen richtig tollen Schutz, indem man diese langen Schäfte noch hat von den Handschuhen. Und jeder, der gern was im Garten macht, im Grün und der sich auch ein bisschen schützen will und nicht immer so zerkratzt sein will, da ist es also ein Must-have, diese Dornenhandschuhe anzuschaffen. Ja, jetzt habe ich also eine ganze Schale kleine Hagebuttenstückchen, habe mein Moos, habe auch hier, sind mir ein paar beim Putzen, sind ein paar abgefallen. Das sind einzelne und das sind alles die Früchte, die richtig schön fest und knackig sind. Und wichtig ist, wo der Stiel ist noch dran, ja, wo das also nicht hier offen ist, weil sobald die Hagebutte verletzt ist, geht die auch schneller kaputt, ja. Und das sind jetzt also lauter knackige Früchte. Man sieht auch, dass die so komisch matt werden, ja, wenn die weich werden, wenn die nicht mehr so toll sind. Ich habe auch noch was aufgehoben. Da denkt man sich vielleicht zuerst, ach, das ist Müll. Aber ich habe nachher noch so eine Idee, was wir damit machen. Und es lohnt sich ja immer, meine Videos bis zum Schluss zu gucken. Und es gibt auch unheimlich viele Tipps und Tricks, die ich so sage. Aber die bekommt man natürlich nur mit, wenn man alles guckt und wirklich bis zum Schluss. Und hier habe ich dann also mein tolles Moos. So, meine Handschuhe muss ich erstmal retten, dass die nicht hier eingestreuselt werden vom Moos. Und dann habe ich wieder, wie immer von Floristik24, habe ich mein Wickeldraht und mein Strohrömer gekauft. Habe ich mir schicken lassen. Ja, ich hatte ja auch schon mal gesagt, ich habe so ein bisschen verglichen und habe immer mal geguckt. Ich finde, dass man dort zu sehr, sehr fairen Preisen die Floristikartikel bekommt. Und ich habe ja auch die Preise als Florist. Ich sehe ja auch, was ich im Großmarkt bezahle. Und das ist wirklich für den Privatmann, das ist eine super Auswahl und es ist sehr, sehr fair. Und deswegen empfehle ich die immer wieder gerne. Ja, ich fange jetzt an, den Hagebuttenkranz. Ich fange mal wieder an mit Moos. Warum mit Moos? Weil ich möchte ja Volumen bekommen. Und das bekomme ich nur, indem ich erstmal mit Moos beginne. Und dann kann ich die ersten Hagebuttenstückchen, kann die so leicht anstellen. Warum Moos? Ich könnte jetzt natürlich auch einen Kranz machen, wo ich sage, ich mache dann nur Frucht an Frucht, nur die Hagebutten, also quasi alles so dicht an dicht an dicht. Ja. Jetzt ist es so, dass das Hagebutten so teuer und wertig sind. Also es ist so eine schöne und so eine wertvolle Frucht, dass ich versuche, diese teure Hagebutte mit Moos zu mischen. Und ich finde auch, dass man, wenn man das Material mischt, dass man dann die einzelnen Früchte, hier ist jetzt auch noch mal ein Blättchen dran, auch dieses Blättchen muss auf jeden Fall ab. Und ich finde, dass auch dann die Früchte, die ich in diesen Kranz wickle, dass die einfach besser zur Geltung kommen, wenn ich die so ein bisschen spreize. Und dann brauche ich natürlich immer ein geeignetes Material dazu. Und das ist in dem Fall Moos. So, ich sehe gerade, ihr seht gar nicht, was ich mache. Moment, ich muss noch mal eins tiefer. So, mein Gesicht ist jetzt heute nicht so spannend wie die Arbeit. Also, ich habe angefangen mit Moos, habe dann die Hagebutten draufgelegt und wenn ich hier die Stiele, die möchte ich natürlich nicht sehen, die decke ich immer mit Moos ab. Ja? Ich kann ja dann immer noch mal wickeln und dann immer festziehen. Und hier ist zum Beispiel jetzt mal eine Hagebutte, wo wirklich nur am Stiel eine Frucht ist. Das macht nichts. Ja, und die kann ich jetzt schön auf dieses Moos drauflegen. Und ich suche mir auch wieder, ja, ich habe schlecht geputzt, hier sind noch Blätter dabei. Eieiei, Schlamperei, sagen wir immer, wenn im Laden sowas vorkommt. Und ich gehe jetzt her, lege die Hagebutten auf das Moos drauf. Und muss natürlich dann immer wieder Moos
Reisen, also Stückchen Reisen. Am besten ist es, wenn du dir vorab, bevor du so eine Arbeit machst, nicht wie ich, nicht anfangen zu reden und so tun, als ob man macht, sondern am besten wäre es, du reißt einfach so kleine Stückchen Moos, ja, also nicht mal Handteller groß, kleine Stückchen Moos. Hier sieht man auch, wie Floristenhände aussehen, gell? Naja, aber gut, es gehört zu dem Job dazu. Und ich mache diesen Beruf trotzdem sehr, sehr, sehr gerne. Wie ihr alle wisst, ich mache den so gern, dass es mir wahnsinnig viel Spaß macht, neben meinem Ladengeschäft und neben meiner Arbeit, die ich natürlich hier immer habe, und es ist nicht wenig, dass ich dann auch noch Videos drehe, weil, also heute ist es jetzt so, ich habe die Bestellungen sind aus dem Haus, es war eine Trauerfloristik, es waren Sträuße zu verschiedenen Anlässen, Geburtstage, oder Dankeschön-Sträuße. Es ist alles geliefert, mein Fahrer ist unterwegs und die Sträuße sind also alle weg. Und deswegen habe ich auch die Zeit, noch so ein Video zu machen. Und so oder so, wir haben also die Herbstkränze, die im Laden sind, die gehen weg wie warme Semmeln. Deswegen muss ich eh nachproduzieren. Und da ich ja permanent neue Ideen entwickle, kam mir natürlich auch immer die Idee, da dachte ich, ach, ich könnte das eigentlich auch im Video zeigen. Ja, hier sieht man, ich fächere die Hagebutten etwas. Ja, ich lege die nicht Kopf an Kopf. Und immer wenn ich dann die Hagebutten angelegt habe, dann nehme ich etwas Moos und lege das über die Stiele. Und als nächstes nehme ich auch wieder Hagebuttenfrüchte und lege die auf das Moos, und dann immer wenn ich Hagebutten angelegt habe, dann wickle ich. Ich meine, wie oft du wickelst, das kannst du eigentlich machen, so wie es dir gefällt und wie du dich am besten fühlst, weil der Wickeldraht, der kostet nicht so viel Geld und der gibt dem Ganzen ganz toll Festigkeit. Also lieber einmal mehr wickeln als einmal zu wenig. Weil wenn einem die Arbeit dann danach auseinanderfällt, dann hat man auch nichts gekonnt. Und deswegen würde ich also ruhig immer schön, ja, alles sichern, was man so gemacht hat, die Arbeit. Und dieses Moos ist natürlich, ach, das Moos ist der Traum. Ich liebe es. So. Ja, und so ist es jetzt dann natürlich nur eine Fleißarbeit, immer die schön die Früchte zu suchen. Dann ja, Früchte und Moos. Ich hatte zuerst überlegt, ob ich auch Nigella sind diese schönen Früchte, nennt sich auch Gretel hinter der Heck, sagt meine Mitarbeiterin. Ich habe keine Ahnung, woher dieser Begriff kommt. Aber diese Nigella-Früchte, die halten auch ganz toll. Und ich hatte schon überlegt zuerst, ob ich die mit ihr dazwischen wickle. Aber ich habe dann beschlossen, dass ich wirklich nur bei der Hagebutte bleiben möchte. Und dass ich also keine anderen Früchte dazwischen möchte. Und ich habe ja auch die einzelnen Hagebutten aufgehoben. Jetzt klopfen meine Nachbarn auch noch oben drüber. Sorry, das sind natürlich alles Sachen, die kann ich nicht planen. Wenn ich hier ein Video drehe. Aber es ist natürlich auch Leben im Haus. Es gibt noch mehr Menschen, die hier leben. Es gibt nicht nur einen Blumenladen, und das ist auch in Ordnung so, wenn Leben da ist. Und hier wird also auch gelebt und gearbeitet. Und ich glaube, das ist einfach die Realität. Das ist auch gut so. So. Wenn du. Ja, ich habe, beziehungsweise ich sag's mal anders, ich habe extra die einzelnen kleinen Hagebutten aufgehoben, weil wenn du am Schluss feststellst, ach, da ist noch irgendwo ein Loch, da hätte ich gern ein bisschen mehr Früchte drin, dann ist das natürlich kein Problem, weil dann tritt Plan B in Kraft und dann kannst du natürlich sehr schön einfach die Löcher, ja, diese kleinen Lücken, kannst du auch füllen. Aber ich finde es auch sehr schön, dass es nicht so ganz dicht an dicht ist. Und wer einmal Hagebutten eingekauft hat,
der weiß auch um die Einkaufspreise und weiß auch, dass es sich hier um kein günstiges Material handelt. Und deswegen auch meine Idee, diese schönen, diese wertvollen Naturfrüchte, ja, entsprechend zur Geltung kommen zu lassen. Aber ich habe auch noch natürlich für den Schluss so eine schöne Idee. Aber das kommt erst, wenn ich den Kranz gewickelt habe. Deswegen gehe ich jetzt da mal in den Schnelldurchlauf, dass wir vorankommen. So, ich war jetzt also schon ziemlich fleißig und habe rundum schon ziemlich viel gewickelt. Und man sieht also, wie schön diese Früchte, was für eine tolle Wirkung das macht, wenn ich diesen Kranz, mein Arbeitstisch ist so niedrig, ich muss mich erstmal bücken. Ja, wenn ich diesen Kranz jetzt so verteilt mit den Hagebutten gewickelt habe, am Schluss schmuggle ich jetzt nochmal in die letzte Umdrehung. Wickle ich das Moos zuerst fest und habe extra, damit ich das reinwickeln kann, gut, habe kurze Stückchen an Hagebutte geschnitten. Die schiebe ich jetzt hier noch so dazwischen. Ja, die schiebe ich jetzt so rein und dann gehe ich mit dem Draht nochmal über die Stiele drüber. So. Und schon sind sie fest. Und ich glaube, jetzt ist eigentlich schon fast. Da kann ich fast noch ein bisschen Moos drüber machen. Ja, also jetzt ist eigentlich schon der Kranz gut bestückt. Meine Hände sind schön dreckig vom Moos, aber das macht nichts. Es ist mir der Spaß wert. Es ist mir auch der Spaß wert, euch das zu zeigen alles. Und es ist ja auch. So, jetzt gucke ich das gleich noch mal an, das Ganze. Also ich glaube, dass wenn ein fremder Betrachter hergeht und den Kranz anschaut, dem wird es wahrscheinlich nicht so auffallen. Hier ist noch eine leichte Delle, ja, aber es ist kein Problem. Es muss nicht alles gewickelt werden, weil ich kann jetzt hergehen und kann auch eine leichte Delle einfach kaschieren, indem ich so ein bisschen Moos nehme, das in der Hand zusammendrücke und quasi an der Rückseite von dem Moos mache ich Heißkleber drauf, schön aufpassen auf die Hände und dann drücke ich das Moos an der Stelle einfach nochmal dazwischen und habe diese Delle schon ausgeglichen. Jetzt gehe ich natürlich her und gucke mir den Kranz nochmal an, denke, ist das so in Ordnung? Und ja, im Grunde genommen bin ich ziemlich zufrieden mit meinem Ergebnis. Ich kann natürlich jetzt immer noch hergehen. An einer Stelle ist das Moos ein bisschen hell. Da nehme ich dann noch ein bisschen was von meinem Moos, mache es auch auf die gleiche Art und Weise, wie ich diese Delle außen ausgebessert habe und klebe einfach ein bisschen frisches Moos drüber. Und was ich jetzt noch machen kann, ist, dass ich einfach hier und da, wenn ich denke, ach, da kann noch was rein, da kann ich noch an manchen Stellen einfach noch mit ein bisschen Heißkleber, kann ich auch mal ein paar Früchtchen so reinkleben, so dass der Kranz richtig schön so. Das ist jetzt auch eine Frucht, die nehme ich, habe ich in die Hand genommen, habe gemerkt, die ist weich. Sofort in den Müll. Alles, was weich ist, hält nicht. Und da hat man nicht lang Spaß dran. Das ist nicht schön. Also gleich weg damit. Und so kann ich auf die Art und Weise, kann ich jetzt nochmal das Ganze ein bisschen dichter machen, kann meine einzelnen Früchte verwenden. Das ist natürlich auch sehr ökonomisch.
dass die auch noch alle mit in dem Kranz drin sind. Und ja, das sind aber so Sachen, da kann man entweder, man hört auf oder man kann sich noch eine Stunde damit beschäftigen, weil, also ich glaube, das merke ich auch an ganz vielen Arbeiten, je länger man guckt, desto mehr findet man. Und es ist eigentlich so ein bisschen verhängnisvoll. Ich glaube, manchmal darf man gar nicht so lange gucken, weil jemand anders, der das jetzt nicht so kritisch anguckt, der wird es gar nicht sehen. Und es ist Handarbeit. Es ist in Ordnung, dass bei einer Handarbeit, dass es eben nicht, ja, dass es nicht wie maschinengewickelt aussieht. Es ist Natur, es ist Handarbeit, es darf leben. Es dürfen mal verschiedene, ja, ich sag mal jetzt, es darf mal ein bisschen Moos da sein, ein bisschen mehr Hagebutte. Es ist in Ordnung. Ich finde, man muss nicht die absolute Perfektion anstreben. Aber jeder arbeitet anders. Mich würde total interessieren, wenn du das nachmachst, wie dein Hagebuttenkranz mit Moos gewickelt aussieht. Ich habe ja letztes Jahr auch einen Hagebuttenkranz, den habe ich anders gemacht. Da habe ich den Kranz zuerst mit Moos gewickelt und habe dann die Ranken drüber gekrampt, ja, mit Metallkrampen. Ich finde jetzt diese Art und Weise eigentlich fast schöner. Es ist nichts geklebt, es ist nur gewickelt. Theoretisch, wenn die Hagebutten irgendwann kaputt sind, so, ich kann das theoretisch wieder aufwickeln. Ich kann diesen Strohrömer wieder verwenden. Ich kann da was anderes machen. Wenn sie noch halten, kann man sogar auch eine kleine weihnachtliche Deko dazu machen später. Also, das ist alles möglich. Und es ist auch immer so schön, wenn wir Workshops haben im Laden, was natürlich Corona-bedingt leider nicht der Fall ist. Ja, wir hatten sehr, sehr viele Workshops schon, ganz tolle. Jeder Teilnehmer hat so, es wurden so viele verschiedene Ideen entwickelt und es gab so viele Abwandlungen unserer Anleitung. Das war sensationell und ich habe jetzt auch den Herbstkranz, hatte ich ja gezeigt im Video. Und eine YouTuberin, die Heike, die hat mir freundlicherweise ihren Herbstkranz ein Foto geschickt und ich habe das auch mal im Community-Chat gepostet. Der sah super aus, sensationell. Und wenn ihr mir ein Foto schickt, ich poste das auch im Community-Chat, um zu zeigen, wie toll eure Arbeiten sind. Und ich bin auch sehr gespannt, was ihr so nachmacht. Ja, und dann kam mir noch so eine Idee. Ich habe so überlegt, ich könnte ja eigentlich auch dieses Geäst von den Hagebutten, das kann ich ja eigentlich auch verwenden. Ja, das sind hier diese Zweige und da hingen die dran. Und dann habe ich einfach ein Messer genommen und habe das ein bisschen mit dem Messer ein bisschen abgeschnitten. Ja, und man sieht, dass es hier so wunderschön, dass es so wunderschön dieses helle Holz ist. Und ich habe dann überlegt, man könnte ja auch diese kleinen Aststückchen, so, diese kleinen Aststückchen kann man zum Beispiel ja auch hier so dazwischen machen, dazwischen arbeiten. Und ich mache das jetzt einfach mal mit ein paar, weil eins sieht immer so ein bisschen verlassen aus. Ich mache das jetzt mal mit ein paar. Und ich habe auch, das ist wirklich nur Holz, also angeholzt, dass ich mit dem Messer so ein bisschen angeritzt habe, halbiert habe. Und das wird jetzt natürlich mit dem Heißkleber draufgeklebt. Klar, irgendwie muss das ja drauf. Und ich nehme das ganze Aststückchen, dann habe ich ja auch noch was zum Halten. Dann ritze ich das mit dem Messer an, weil ich möchte so diese helle Farbe von dem Holz. Und dann schneide ich es erst ab. Ja, also immer zuerst anritzen, weil wenn ich zuerst abschneiden würde, dann habe ich überhaupt keine Basis mehr, um das festzuhalten. So, Heißkleber, der braucht auch immer Futter und dann werden immer die Heißklebesticks einfach nur in den Heißkleber hinten reingesteckt. Die meisten von euch werden es wahrscheinlich schon kennen und haben bestimmt schon einige Male auch damit gearbeitet. Oh, ich finde das schön. Das bringt noch so ein bisschen Leben, diese Holzstückchen. Also mir gefällt es sehr, sehr gut. Und es verändert aber nicht den Charakter von diesen schönen Hagebutten. Und das sind so die kleinen Beigaben.
wo ich sage, bleib einfach dran bis zum Schluss vom Video, weil es lohnt sich, weil es kommen immer noch tolle Ideen, es gibt immer noch viel zu sehen. Und also nicht so schnell wegschalten, es ist schade drum. Wie heißt doch manchmal, da gab es so einen tollen Film im Kino, der hieß Das Beste kommt zum Schluss. Nein, das Beste kommt jetzt hier nicht immer zum Schluss, aber dennoch, es lohnt sich auf jeden Fall zu warten und auch mal zu gucken, was da noch Schönes kommt. Ja, also Feintuning kann man jetzt immer noch machen, wie man auch sieht. Ich habe dann gedacht, auch da könnte noch ein bisschen Moos rein. Aber das ist jetzt mein Kranz. Mit diesen schönen kleinen Applikationen von einfach nur von den Hagebuttenästen die Stiele nur angeritzt und in Stückchen einfach draufgeklebt noch. Und so, ein bisschen Moos hängt hier auch noch weg. Ja, aber das war jetzt für heute mein Hagebutten-Video. Mein Hagebuttenkranz, eine neue Methode, das ist ein gewickelter Hagebuttenkranz. Also nicht nur das Moos gewickelt, sondern tatsächlich wirklich die Stücke gewickelt. Und ich bin gespannt auf euer Feedback. Welcher gefällt euch besser? Ist es der Hagebuttenkranz vom letzten Jahr? Oder findet ihr den schöner? Der ist jetzt natürlich mehr rein, mehr Frucht. Und ich freue mich total auf die Kommentare. Und Kranzliebe ist schwer im Trend. Also bleibt dran, abonniere meinen Kanal, erzähl weiter von mir. Und ich freue mich total über euer Feedback und sag einfach bis bald. Liebe Grüße von eurer Margit. Tschüss.